Die meisten Minecraft-Spieler glauben, dass Schnüffler 20 Minuten brauchen, um aus ihren Eiern zu schlüpfen. Wenn wir allerdings Kolben hinter ihnen platzieren, die wir permanent aktivieren, dann kann es in seltenen Fällen passieren, dass wir sie viel schneller schlüpfen lassen können. Heute überprüfen wir Minecraft-Shorts auf ihre Echtheit. Nummer 1. Okay, zuerst gräbt er in die Erde, legt eine Falltür hin und schüttet das Wasser in das Loch. Dann platziert er Zäune aneinander in die Luft. Ach, das soll das Seil sein, an dem wir uns später festhalten sollen. Aber wie soll das gehen, ohne Mods zu benutzen? Und mit Zäunen? Ich weiß ja nicht. Oh, so funktioniert das also. Okay, das ist wirklich cool. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das ohne Mods geht. Aber er hat es wirklich geschafft. Ein anderer Spieler macht hier das gleiche nicht mit Zäunen, sondern mit Ketten. Oder stimmt das alles gar nicht und die beiden haben irgendwelche Tricks oder doch sogar Mods verwendet? Das wollen wir doch mal überprüfen. So, wir sind jetzt im Spiel und bauen genau wie der Typ im Video ein Loch in den Boden und gießen Wasser hinein. Jetzt setzen wir die Falltür dorthin, um den Wasserfluss zu stoppen und um später in liegender Position an den Ketten entlang zu rutschen. Vorausgesetzt natürlich, dass alles funktioniert. Nun bauen wir die Seilbahn, indem wir Ketten aneinander platzieren. So, ich denke, das ist lang genug. Jetzt fliegen wir zurück, gehen ins Wasser und schwimmen einfach oben an die Kette dran. Spielmodus wechseln und jetzt in das Wasser springen. Dann hier entlang zur Öffnung schwimmen. Wow, ja, das funktioniert, obwohl nur die Leere unter uns ist. Wow, das müssen wir nochmal testen. Boah, ist das nicht mega cool? Wie kann sich die Figur überhaupt festhalten? Na, egal, es funktioniert auf jeden Fall. Hui! Nummer 8. Kann ein Wasserpixel unser Leben retten? Der Spieler in diesem Short zeigt es uns. Das kann doch einfach nicht funktionieren. Er geht hoch und versucht es jetzt wirklich. Schafft er es herunterzuspringen, ohne auf den Boden aufzukommen und zu sterben? Und? Lol, was? Das hat wirklich funktioniert? Das ein Pixel große Wasser am Boden konnte den Spieler tatsächlich retten. Ich kann es immer noch nicht glauben. Lasst es uns deswegen jetzt testen. Zuerst brauchen wir also Wasser und Truhen. Also schütten wir das Wasser auf den Boden, warten bis es sich verteilt hat und stellen dann zwei Truhen genau so hin, dass man hier noch etwas Wasser sieht. Und wenn wir ganz nah rangehen, können wir sogar ins Wasser gehen und es entstehen diese Wasserpartikel hier. Genau wie der Spieler im Video müssen wir es also jetzt schaffen, genau hier auf diesen Wasserpixel zu landen. Und das ist gar nicht mal so einfach ohne die Hilfe der Truhen. Also bauen wir einfach Türme mit ihnen, damit wir genau wissen, wo wir gleich hinspringen müssen. Wir springen gleich runter und gehen gleichzeitig nach vorne in die Ecke. Nur so können wir überhaupt auf dem Wasserpixel landen und nicht auf der Erde. Ob wir das überhaupt überleben, ist noch die andere Frage. Also, auf geht's, Leute. Und ich merke gerade, ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Also lasst jetzt schnell ein Abo da, damit ihr in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen würdet. Okay, kann uns ein kleines bisschen Wasser retten oder nicht? Und wir springen runter. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben überlebt, Leute. Was der Spieler im Video gezeigt hat, war also echt. Ein Pixel Wasser kann uns in Minecraft das Leben retten. Nummer 2. In diesem Short werden uns alle illegalen Bugs gezeigt. Also gut, ich bin schon ganz aufgeregt. Warum wird der Kreischer auf dem Beacon platziert? Soll er den Strahl neu färben? Ist das möglich? Ich weiß nicht. Ach, und jetzt wird ein Skyke-Sensor auf dem Bedrock-Block platziert. Was? Das geht doch gar nicht. Hä? Niemals! Der Skyke-Sensor hat das Grundgestein in einen Skyke-Block verwandelt. Und dann kann man den härtesten Block in ganz Minecraft mit einer einfachen Spitzhacke abbauen? Er stellt in der Werkbank einen Eisengolem her. Mit 4 Eisenblöcken und einem Kürbis? Das geht doch gar nicht. Ich dachte, man muss die Blöcke aufstellen und nicht einfach in die Werkbank legen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wir können doch keine Spawn-Eier herstellen. Und was macht er jetzt mit den Portalen? Hä? Nein! Es gibt keine doppelten Endertruhen im Spiel. Dieser Short ist ganz sicher fake. Das geht alles nicht. Guckt, es gibt keine doppelten Endertruhen. Es spielt übrigens auch keine Rolle, wie wir die Endertruhen platzieren. Es gibt einfach keine Doppeltruhen von ihnen. Und auch, das mit dem Grundgestein und dem Skyke-Sensor ist Quatsch. Machen wir deswegen lieber schnell weiter mit der Nummer 3. I busted 36 1.20 myths in Minecraft and actually found out that if you're riding a camel, the warden actually can't attack you, which is extremely overpowered. Hä, als ob das geht. Der Warden wird uns nicht angreifen können, wenn wir auf einem Kamel sitzen? What? Niemals. Das müssen wir überprüfen. Wir sind jetzt also im tiefen, dunklen Biom und der Warden muss doch hier irgendwo sein. Also wechseln wir doch erstmal in den Überlebensmodus. Als nächstes bauen wir das Kamel, satteln es und steigen direkt drauf. Auf dem Kamel sollten wir für den Warden eigentlich nicht angreifbar sein. So zumindest hat es ja im Video ausgesehen. Ob das wirklich der Fall ist, werden wir jetzt herausfinden, sobald uns einer riechen kann. Und oh, da ist
ist der? Kannst du uns angreifen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah, nein, Hilfe! Er kann uns auch auf dem Kamel riechen und uns töten. Warum hat das denn im Video funktioniert, aber nicht bei uns? Wir müssen es nochmal versuchen. Aber dieses Mal spawnen wir das Kamel etwas höher, sodass der Warden uns nicht erreichen kann. Vielleicht klappt das ja. Und da ist der Warden kommt wieder. Diesmal sogar zwei von ihnen. Diesmal werdet ihr mich nicht umbringen. Können sie uns Schaden zufügen? Nein, oder? Tatsächlich, sie können uns riechen und schießen mit ihren Schallkreisen auf uns, was uns normalerweise sofort vernichtet. Aber aus irgendeinem Grund können sie uns hier oben nichts anhaben. Anders ist es mit dem Kamel. Oh nein, Hilfe! Schnell weg, Leute! Nummer 4. This right here is just about Minecraft's easiest duplication ever. Okay, ich hoffe, das funktioniert auch. Wie sollen wir denn Gegenstände duplizieren können? Step number 1, get to the Nether. After you've made it in the Nether, move somewhere safe and place a dirt block down. Wie? Ein Erdblock? Was? On top of that dirt block, place a big drip leaf block. Und jetzt ein großes Tropfblatt? What? Place a lever in front of it and turn that lever on. Watch out for those. Now for the setup, you could build as many tiles as you'd like. I'm gonna build 6. On top of the big drip leaf with the lever in front of it turned on, place any kind of falling gravity block. Wieso wackeln die so? Was passiert mit diesen Blöcken? This could be concrete, it could be gravel, it could literally be an anvil. Doesn't matter. It might get a little bit loud. Now it's time to leave the Nether. I'm gonna flip into survival to show you that this works. After you leave the Nether, go back. If you did everything perfectly correctly. Was? Die Ambosse? So kann man unendlich viel Eisen bekommen? All you need to do. That anvil's real. And that anvil. Schauen wir also, ob das, was der Spieler im Short gezeigt hat, wirklich stimmt. Wir legen also die Erdblöcke in den Boden des Nethers hier und hier hin und dann legen wir die großen Tropfblätter auf die Erdblöcke, weil man sie ja nicht auf den Netherstein stellen kann. So, die stehen schon mal alle am Boden und dann kommen die Blöcke auf die Tropfblätter. Er hat nicht gesagt, welche Blöcke funktionieren, also platzieren wir einfach die aus dem Video. Zuerst kommt also der Amboss auf das Tropfblatt. Warte, das hat schon mal nicht funktioniert, weil wir immer noch die Hebel brauchen, um die Blätter in Position zu bringen. So, die Hebel sind jetzt platziert und auch aktiviert. Yes, perfekt. Der Amboss liegt auf dem Tropfblatt und wackelt wie im Video. Jetzt werden die anderen Blöcke auf die Tropfblätter gelegt. Das funktioniert aber nicht mit der Erde. Wieso? Oh, ich glaube, man kann nur fallende Blöcke auf die Tropfblätter legen. So, das war's. Jetzt ab in die Oberwelt. Den Spielmodus wechseln wir so wie der Spieler im Video und schon geht's zurück in den Nether. Leute, ich kann es kaum erwarten zu sehen, ob das funktioniert hat. Und schaut, die Blöcke wurden wirklich dupliziert. Lol, sogar der Amboss wurde vermehrt. Was ist, wenn wir die duplizierten Blöcke mitnehmen, in die Oberwelt gehen und dann zurück in den Nether? Werden die Blöcke dann wieder verdoppelt? Ja, schaut mal hier, das funktioniert unendlich oft. Leute, wie cool ist das denn? Nummer 5. Okay, was macht dieser Spieler an der Weltbarriere? Er stellt einen Eisblock hin und schiebt den mit dem Kolben an die Barriere. Und warum? Und jetzt wird ein weiterer Eisblock platziert. Und wow, was? Hast du das gesehen? Die beiden Eisblöcke sind ineinander geschoben worden. Lol, das ist jetzt ein geglitschter Eisblock. Okay, jetzt zerstört er einen Eisblock und legt stattdessen ein Lagerfeuer in den Eisblock? Hä? Als ob das funktioniert. Was ist denn hier los? Und es geht sogar weiter. Jetzt stellt er Glas rein, kombiniert die wieder, zerstört einen und stellt eine Truhe in den Glasblock? Was? Wusstest du, dass das funktioniert? Jetzt macht er das gleiche mit Stufen und anstatt ein Lagerfeuer oder eine Truhe an sie zu stellen, stellt er einen Magmablock rein. Wow, guckt euch mal diesen Block an. Wir probieren das jetzt mal aus und überprüfen, ob das wirklich geht. Zuerst müssen wir dafür zur Weltbarriere kommen, die etwa 13 Millionen Blöcke entfernt ist. Glücklicherweise befinden wir uns im Kreativmodus. Wir können also bestimmen, wo sie entstehen soll. Wir geben also /WorldBorderCenter in unsere Position ein und positionieren dann unsere Weltbarriere. Die Weltgrenze ist nun verschoben worden. Also platzieren wir zuerst den Eisblock und schieben einen weiteren mit dem Kolben hinein. Jetzt zerstören wir einen der beiden Eisblöcke und stellen das Lagerfeuer in den Eisblock. Das funktioniert ja wirklich. Was? Ein Lagerfeuer in einem Eisblock? Das ist schon komisch. Was ist mit den Glasblöcken? Können wir da auch wirklich eine Truhe reinstellen? Probieren wir es einfach mal aus. Und das funktioniert auch. Leute, wie cool ist das denn? Eine Truhe in einem Glasblock und sie lässt sich sogar benutzen. Jetzt platzieren wir die Stufen und schieben eine Stufe in die andere. Zerstören einen der beiden und setzen dann einen Magmablock rein. Und ja, na klar, das funktioniert auch. So cool. Nummer 6. Wie man ein geteiltes Netherportal in Minecraft Bedrock 1.17
Hühnchen baut? Okay, da bin ich neugierig. Das muss doch ein Fake sein, oder? Zuerst baut er ein normales Nether-Portal. So weit, so gut. Das Portal wurde jetzt vom Spieler fertiggestellt und nun platziert er einen Werfer? Okay, okay. Und was macht er damit? Er legt einen Pulverschneeeimer rein, aber warum? Nun, gucken wir mal, was er jetzt macht. Yo, seht ihr das? Das Portal ist wirklich entstanden, aber nur in einer horizontalen Linie und nicht im gesamten Bereich des Obsidianrahmens. Ich wusste nicht, dass das im Spiel überhaupt möglich ist. Okay, lasst uns überprüfen, ob das, was der Spieler uns im Video gezeigt hat, wirklich wahr ist. Das ist doch so ähnlich wie der Short ganz am Anfang mit dem Creeper und dem Portal. Zuerst bauen wir das Nether-Portal und es scheint keine Rolle zu spielen, wie groß das dabei ist. Jetzt kommt der Werfer, der so platziert wird, dass er das, was er auswirft, genau in den Block wirft, in dem sich das Portal befindet. Dann legen wir einen Eimer mit Pulverschnee rein und legen einen Hebel auf den Werfer. Jetzt aktivieren wir das Portal und legen den Hebel um. Und nun sollte es funktioniert haben. Nö, geht nicht. War das im Video also nur erfunden und das Portal ist nur durch einen Trick entstanden? Oder habe ich etwas falsch gemacht? Lasst uns das Portal ein bisschen länger machen. Also, wir versuchen es nochmal. Und es funktioniert immer noch nicht. Es wird einfach kein längliches Nether-Portal erzeugt. Aber Moment mal, ich glaube, ich hab's. Der Werfer muss den Pulverschnee auf der anderen Seite in das Portal platzieren. So, nochmal und oh mein Gott, wie cool. Es hat dieses Mal wirklich funktioniert. Das geglitschte Portal wurde tatsächlich generiert. Wieso ist es aber so generiert worden, dass Teile des Portals nicht erzeugt wurden, sondern nur ein Streifen von einer Seite zur anderen entstanden ist? Vor allem sollte das Portal ohnehin nicht funktionieren, wenn kein vollständiger Obsidianrahmen vorhanden ist. Also ich weiß nicht, wieso das funktioniert, aber jetzt haben wir hier dieses ganz besondere Nether-Portal aus dem Video, das es anscheinend wirklich gibt. Nummer 7. You can actually tame creepers in Bedrock Edition, so that they'll follow you around and never explode. Hä? Das kann einfach nicht sein. Der Typ will uns doch auf den Arm nehmen. Build a Nether portal and place a dispenser in powdered snow behind it. Light it and activate the dispenser. And if you don't get something like this. Ah, okay. Wow, als ob das geht. And underneath the portal, build a 5 deep hole that you place a piston slime block into and line the. Was soll das werden? Then get a creeper into that hole without letting him go into the portal and name tag it. Then next to the hole, get a calibrated skulk sensor. Oh, Leute, das ist aber kompliziert. I use a lectern with a 30-page sign book on page 12 with a comparator leading into the skulk sensor. Then have 13 ticks of repeaters leading from that into the piston below. So 3 on full ticks and 1 on 1 tick. Then light the creeper with. Ich bin schon gespannt. Hä, wo ist er hin? And about half the time, he'll disappear before exploding. And then on the other end of the portal, he will be there. Yo, als ob der Creeper gezähmt wurde. Das geht doch nicht, Leute. Das werden wir jetzt auf jeden Fall herausfinden. Zuerst bauen wir ein normales Nether-Portal genau so. Dann platzieren wir einen Werfer dahinter und legen einen Pulverschneeeimer hinein. Nun aktivieren wir das Portal und platzieren eine Redstone-Lampe unter dem Werfer, damit der Pulverschnee im Portal platziert wird. Hat es funktioniert? Ja, hat es. Als ob. Okay, das geglitschte Portal aus dem Video steht schon mal. Aber wie bekommt er einen Creeper dazu, durch das Portal zu gehen, wenn es doch so klein ist? Na gut, bauen wir erstmal weiter. Jetzt legen wir hier den Kolben hin und darüber dann den Schleimblock. Hier kommen die Schienen hin. Nun schubsen wir die Lore in den Creeper, der sich dann reinsetzt und in der Lore zum Portal rollt. Dann bauen wir ihn ein, nehmen die Schienen wieder weg und ja, das wäre schon mal geschafft. Oh Mann, Leute, im Überlebensmodus wäre das wirklich unmöglich, weil der Creeper unsere gesamte Konstruktion sofort zerstören würde. Dann benennen wir den Creeper um. Ist das überhaupt wichtig? Wahrscheinlich nicht, aber wir machen es trotzdem mal. Na du, friedlicher Creeper? Wobei, wir wissen noch gar nicht, ob das alles klappt. Machen wir deswegen lieber schnell weiter. Jetzt wird ein Mechanismus gebaut, der den Kolben unter ihm bewegt und ihn in den Nether befördert. Der Kolben ist nun über Redstone mit Verstärkern und dem kalibrierten Skulk-Sensor verbunden, der wiederum mit dem Lesepult verbunden ist. So, jetzt ein Buch signieren, in das Lesepult legen und auf Seite 12 blättern. Genau wie der Spieler im Video. Ich hoffe mal, wir haben alles richtig gemacht. Zu guter Letzt zünden wir den Creeper an, um ihn in die Luft zu jagen. Oh mein Gott, Hilfe! Leute, alles ist explodiert. Ich glaube, ich weiß wieso. Der Creeper war immer noch in der Lore. Wir hätten also die Lore entfernen sollen. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal nachgebaut. Das müsste doch jetzt funktionieren. Und? Habt ihr das gesehen? Er ist verschwunden. Wo ist er hin? Hier ist er auf jeden Fall nicht mehr. Er muss doch jetzt also im Nether sein, richtig? Lasst uns durch das Portal gehen. Jetzt wird's richtig spannend. Hat's geklappt? Wurde der Creeper gezähmt und wird uns nicht mehr angreifen oder ist nichts passiert? Schaut, da ist er. Er ist wirklich im Nether. Oh Mann, jetzt wird's spannend. Bist du wirklich harmlos? Ich bin so aufgeregt. Ändern wir den Spielmodus, um das herauszufinden. Wirst du mich umbringen? Ja? Nein? Hallo? Leute, er explodiert nicht. What? Wie cool. Dieser Short ist also wirklich echt. Wir können Creeper in Minecraft
Zähmen. Nummer 9. Was schauen wir uns hier an? Er legt Feuerbälle in den Werfer, der auf das Enderportal gerichtet ist. Und warum? Oh, jetzt verstehe ich, warum er das macht. Er will sie mit dieser Konstruktion durch das Portal schießen. Also, ich wusste nicht, dass man Feuerbälle durch das Endportal schießen kann. Erreichen sie so wirklich das Ende? Jetzt macht er das gleiche mit Pfeilen. Er schießt sie auch durch das Portal und ja, sie kommen am Ende an. Als ob das funktionieren würde. Und jetzt macht er das auch noch mit dem TNT und Feuerwerksraketen? Das kann doch nicht funktionieren, oder? Aber er zündet sie mit dem Werfer nicht über, sondern unter dem Portal, sodass sie direkt hineinfliegen und am Ende wohl tatsächlich am Himmel explodieren sollen. Als ob das funktionieren würde. Wow, ist das wirklich echt? Also zuerst brauchen wir Werfer und Feuerkugeln. Dann platzieren wir die Werfer über dem Endportal und legen die Feuerkugeln hinein. Anschließend bauen wir einen Redstone-Mechanismus, der ein Signal an die Werfer sendet und sie dauerhaft aktiviert, damit sie die Feuerbälle in das Endportal schießen. So, das hat schon mal funktioniert. Sie werden durch das Portal geschossen. Jetzt ab zum Ende und mal schauen, ob sie auch wirklich dort ankommen. Und tatsächlich, der Werfer in der Oberwelt kann Feuerbälle in das Endportal schießen, die nun in einer ganz anderen Dimension explodieren. Wie cool ist das denn? Aber was ist jetzt mit den Pfeilen? Wir legen sie in die Werfer und aktivieren den Mechanismus erneut. Und das funktioniert auch wie im Short. Das gleiche machen wir jetzt mit dem TNT. Yep, der kommt auch am Ende an und explodiert sofort. Aber was ist mit den Feuerwerksraketen? Kann man die wirklich von unterhalb des Portals ins Ende schießen? Hier sehen wir es. Das funktioniert also auch. Wie cool ist das denn? Nummer 10. Der günstigste X-Ray-Glitch, um Dias in unserer Survival-Welt zu bekommen. Also zuerst lässt der Kies von oben auf sich fallen. Warum tut er das? Oh, jetzt weiß ich warum. Was? Er kann durch die Blöcke sehen und er kann sogar die Höhlen sehen. Das ist ein echter OP-Trick, den die Minecraft-Entwickler schon vor langer Zeit hätten entfernen sollen. Überprüfen wir das mal kurz. Vielleicht stimmt es ja wirklich und die Strategie mit den Kiesblöcken funktioniert auch in den aktuellen Versionen. Also ich bin jetzt hier mitten in der Tiefe der Minecraft-Welt. Dann schnappe ich mir das Fernglas und die Kiesblöcke und wechsle den Spielmodus. Nun platziere ich den ersten Block über mir, damit ich zur Seite geschoben werde, sobald er auf den Boden fällt. So, das war's schon. Jetzt müssen wir genau zwischen dem Kies und dem Block gehen, damit wir nicht vom Kies begraben werden, um so das Spiel auszutricksen. Man kann nichts sehen. Oder doch, warte. Man kann etwas durch die Blöcke schauen. Aber es ist gar nicht so einfach, die richtige Position zu finden. So, jetzt aber. Hier unten sieht man eine Höhle und einen Zombie, der einen Baby-Zombie trägt. Dieser Trick funktioniert also und es ist damit möglich, Dias zu finden. Auch wenn es nicht so einfach ist, wie im Video dargestellt. Aber auch diese Methode funktioniert nur in der Bedrock-Version 1.17. Wenn wir in den aktuellen Bedrock-Versionen spielen, funktioniert das leider nicht mehr, weil wir immer von den Kiesblöcken zur Seite geschoben werden. Dieser X-Ray-Glitch funktioniert also nur bedingt. Nummer 11. Here's how to kill the Wither in under a minute using little resources. Was? Als ob das geht? Niemals! Then all you've got to do is tower up using 10 stone blocks, create the soul sand. Wie einfach nach oben bauen? Was? Wie? Er schafft ihn hier oben? Summon the Wither. Once you've done that, tower up 41 blocks. Hä? Wieso 41 Blöcke? Ich bin schon gespannt. Reach the corner of this block. Now place dripstone under the trapdoor. Ah, okay. So kann man die Tropfsteinspitzen auf den Wither fallen lassen, der dadurch Schaden nehmen soll. Aber dauert diese Methode nicht ewig? Lasst uns das mal ausprobieren. Zuallererst müssen wir einen Ort finden, an dem es nur wenige Mobs gibt, damit der Wither länger an seiner Spawn-Position bleibt. So können wir ihn viel leichter mit den Tropfsteinspitzen töten. Sobald er sich bewegt und wegfliegt, funktioniert diese Methode nämlich nicht mehr. So, jetzt habe ich hier 10 Blöcke nach oben gebaut und jetzt erschaffen wir hier den Wither. Erst die Seelensandblöcke, dann 2 Wither-Skelettköpfe und einen Block obendrauf. Jetzt nur noch den dritten platzieren und yes, er wurde erschaffen und bleibt erstmal in dieser Position. Also hoffentlich. Jetzt müssen wir ganz schnell 41 Blöcke nach oben bauen, eine Falltür genau so platzieren, dass wir die Tropfsteinspitzen daran setzen können und die Falltür zuklappen, um sie nach unten auf den Wither fallen zu lassen. Ah, er kommt zu uns nach oben. Hilfe! Aua! Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Das Problem ist einfach, dass der Wither sich bewegt. Deshalb habe ich nun einen Grundgesteinskäfig gebaut und erschaffe ihn nun darin. Jetzt wieder schnell hochfliegen und die Tropfsteinspitzen an die Falltür platzieren und einklappen, um sie von oben auf den Wither fallen zu lassen. Nimmt er Schaden? Ja, oder? Ja, das tut er. Theoretisch können wir ihn auf diese Weise vernichten, aber aus irgendeinem Grund kann er sogar aus dem Bedrock-Käfig ausbrechen, sodass es nicht einfach wird, ihn mit dieser Methode zu töten. Denn wir müssen es ja schaffen, die Tropfsteinspitzen genau auf ihn fallen zu lassen. Und das soll in weniger als einer Minute funktionieren? Unmöglich! Also ihr könnt diese Methode gerne selbst ausprobieren, aber meiner Meinung nach wird sie niemals so funktionieren, wie der Spieler im Video es gezeigt hat. Nummer 12. Was passiert in diesem Short? Die schnellste Treppe im Spiel wird hier gebaut, aber mit einer Truhe, Stufen und Glas? Wozu sind all diese
diese Blöcke hier da. Und jetzt eine Glocke, ein Kuchen, den der Spieler isst und eine Falltür? Oh, was? Ist das eine Treppe? Oder hä? Warum ist er so schnell nach oben gekommen? Hier ist ein weiterer Short, in dem diese Treppe auch gebaut wurde, aber dieses Mal viel länger. Guckt mal, wie schnell er jetzt auf dem Pferd die Treppe nach oben kommt. Als ob das mit all diesen Blöcken funktioniert. Die sehen überhaupt nicht wie Treppen aus. Das müssen wir im Spiel nachprüfen. Seit wann kann man mit diesen Blöcken eine Treppe bauen, die angeblich die schnellste in Minecraft sein soll? Funktioniert das alles oder wollen uns die Spieler mit diesen Shorts auf den Arm nehmen? Das wäre ja nicht das erste Mal. Also, wir brauchen Truhen, Stufen, Glasscheiben, Glocken, Kuchen und Falltüren. Mit diesen Blöcken bauen wir also die Treppe. Zuerst setzen wir die Truhe, dann die Stufe und die Glasscheibe auf den Block darüber und eine Glocke daneben. Dann kommt der Kuchen, den wir essen müssen und eine Falltür, die wir einklappen. Probieren wir es mal aus. Ich glaube, es funktioniert, oder? Ja, das funktioniert wirklich. Wir sind tatsächlich schneller auf dieser Treppe. Lasst sie uns mal größer machen. So, das habe ich auch schon mal gemacht und jetzt fangen wir an, die Treppe hochzugehen. Wirklich, Leute, es funktioniert genauso wie im Short, auch wenn es nicht ganz so gut klappt wie im Video. Um auf der Treppe schnell nach oben zu kommen, braucht man auf jeden Fall etwas Übung. Aber was passiert, wenn wir nicht selbst hinaufgehen, sondern ein Pferd nehmen? Im Short hat das Pferd die Treppe in Sekundenschnelle überwinden können. Dann setzen wir uns auf ein Pferd und versuchen, mit ihm die Treppe nach oben zu kommen. Hey, das funktioniert ja genauso wie im Short. Wie cool ist das denn? Das soll also die schnellste Treppe im Spiel sein und sogar die Kuchentreppe ersetzen. Nummer 13. Coole Befehle, die es in Minecraft gibt? Okay, da bin ich neugierig. Was wird er uns wohl zeigen? Yo, das hier ist ein Execute-Befehl mit Feuerwerksraketen. Er aktiviert den Befehlsblock und jetzt? Oh, krass, er zündet das Feuerwerk und sobald es nach oben fliegt, werden anstelle des Feuerwerks TNT-Blöcke erzeugt. Das ist ja mega cool. Oh mein Gott, und jetzt explodiert alles. Das müssen wir auch machen. Also zuerst geben wir uns mit einem Befehl Feuerwerksraketen und einen Befehlsblock. Dann stellen wir ihn auf den Boden und geben den gleichen Befehl ein wie der Spieler im Short. Execute Type ist gleich Fireworks Rocket und dann Summon TNT. So, den Befehlsblock aktivieren und wir sind fertig. Jetzt sollten die Feuerwerksraketen, wenn sie gezündet werden, keine Partikel generieren, sondern TNT erzeugen. Und ja, schaut mal, es ist wirklich wahr. Der Befehl funktioniert. Sieht das nicht mega cool aus und auch, gefährlich, weil die TNT-Blöcke jetzt alle wieder auf den Boden fallen und dort explodieren? Aber egal, es funktioniert ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Short. Nummer 14. Hallo, Creeper. Nicht explodieren. Hilfe. Was macht der Spieler im Video? Er explodiert nicht? Wie kann das sein? Seit wann explodieren Creeper nicht mehr, wenn wir ihnen Schwarzpulver zuwerfen? Das ist super cool. Ist er sie? Oder was macht er mit dem Schwarzpulver? Das würde bedeuten, dass der Creeper das einzige aggressive Tier ist, das wir beruhigen können, selbst wenn es uns angreift. Oder kennt ihr noch einen anderen Mob, bei dem das geht? Mal sehen, ob das im Video auch wirklich stimmt. Holen wir uns also etwas Schwarzpulver aus dem Kreativmenü, spawnen hier einen Creeper und gehen etwas weiter von ihm weg. So, ich denke, das sollte reichen. Jetzt müssen wir nur noch in den Überlebensmodus wechseln. Ich glaube ja immer noch nicht, dass das klappen wird. Gehen wir mal zu ihm. So, hallo Creeper, bevor du gleich explodierst, werfe ich dir mal das Schwarzpulver hin. Magst du das? Hilfe! Nein, anscheinend nicht. Vielleicht hat er es aber auch gar nicht erst aufsammeln können. Probieren wir es nochmal. Hier den Creeper spawnen. Na, hey, wie geht's? Hilfe! Er explodiert trotzdem. Mann, das wäre wirklich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Dieser Short ist also eindeutig fake. Nummer 15. Okay, was passiert hier im nächsten Short? Er färbt das Wasser im Kessel mit Farbstoffen. Wenn ich mich nicht täusche, geht das doch nur in Bedrock, oder? Und was macht er jetzt? Er färbt die Lederpferderüstungen, indem er auf das gefärbte Wasser mit ihnen klickt? Man kann Pferderüstungen färben? Seit wann ist das denn möglich? Oder ist das auch wieder nur ein Trick oder irgendein Mod? Ich meine, schaut mal, wie cool die Pferde jetzt aussehen. Leute, das müssen wir auch machen. Ich wusste nicht, dass das überhaupt funktioniert. Also zuerst brauchen wir die Kessel, Wasser und dann die Farbstoffe. Also weiß, rot, gelb, grün, blau und rosa. Und dann natürlich die Lederrüstung für die Pferde. Also gießen wir das Wasser auf genau dieselbe Weise in die Kessel und färben das Wasser dann mit den Farbstoffen um. Das war's. Das funktioniert mit der normalen Lederrüstung, weil man sie mit dem Kessel umfärben kann. Aber mit der Pferderüstung? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt sollten wir einfach auf den Kessel mit der Pferderüstung klicken, um sie... tatsächlich, sie hat jetzt die gleiche Farbe wie das Wasser im Kessel. Versuchen wir es mal mit den anderen Farben. Rot, gelb, grün, blau und rosa. Guckt mal, die Rüstungen sind jetzt alle gefärbt. Das funktioniert also wirklich. Ist das nicht mega cool? Nummer 16. I doubt I'm the only one that doesn't mind Lapis. But did you know that we're missing out on free diamonds? So after some research, I found out that if you find Lapis while mining, you're likely to find diamonds. Wirklich? Hä? Das glaube ich nicht. Als ob diese Methode wirklich funktioniert.
section, which is this way, or four blocks if you're in 1.17. 1, 2, 3. And on this third block or fourth block, we mine straight down. We should find diamonds. War das jetzt nur ein Zufall oder ist das wirklich ein Trick, um Dias schneller zu finden? Das müssen wir ausprobieren. Ich glaube ja nicht, dass das funktionieren wird. Ich bin jetzt in 1.17 und hier ist Lapis. Jetzt müssen wir den F3-Bildschirm öffnen und nach Norden schauen, wie der Spieler es im Video gesagt hat. Und dann vier Blöcke in diese Richtung vom Lapis ausgehen und am vierten Block nach unten graben. Wenn wir jetzt hier unten graben, sollten wir Dias finden. Also lasst uns das einfach mal tun. Sind sie hier? Ich weiß nicht. Doch, Dias! Da sind sie. Wir haben sie so wirklich gefunden. Diese Methode funktioniert also tatsächlich. Oder war das auch alles nur ein Zufall? Probieren wir es doch gleich nochmal aus. Hier ist wieder Lapis. Also vier Blöcke nach Norden gehen und dann nach unten graben. Wie weit müssen wir nach unten? Ich weiß nicht. Wir graben einfach mal weiter. Aber hier ist jetzt schon Grundgestein. Nee, hier ist nichts. Vielleicht die Blöcke an der Seite abbauen? Nee, auch nichts. Diese Methode funktioniert also nicht immer. Oder könnte es sein, dass es beim ersten Mal einfach nur ein Zufall war? Nummer 17. Was passiert in diesem Short? Schnüffler-Eier werden nebeneinander auf den Boden gestellt. Aber warum? Yo, weil er sie färbt? Wie geht das denn? Ich meine, wie färbt er sie? Ach so, mit Farbstoffen, die er in seinem Inventar hat. Lol, seit wann funktioniert das denn? Oh, und jetzt wartet er, bis sie schlüpfen? Jetzt erzähl mir nicht, dass wenn wir die Schnüffler-Eier färben, ein andersfarbiger Schnüffler schlüpft. Die gibt's doch gar nicht. Oder doch? Die gibt's. Guckt mal, wie süß die aussehen. Oh, aber ist das wirklich wahr? Ich meine, ich habe die farbigen Schnüffler im Spiel noch nie gesehen. Andererseits habe ich die Schnüffler-Eier auch noch nie mit Farbstoffen gefärbt. Ich stelle also mehrere Schnüffler-Eier hier nebeneinander und färbe sie dann gleich ein. Ich bin schon so aufgeregt, Leute. Ich will unbedingt verschiedenfarbige Schnüffler im Spiel haben. Holen wir uns also ein paar Farben aus dem Menü. Wie blau, rosa, lila, rot und gelb. Und dann schauen wir mal, ob wir die Eier damit färben können. 3, 2, 1 und... das funktioniert irgendwie nicht. Nochmal draufklicken? Nichts, das klappt nicht. Oh Mann, ich hatte mich so auf die unterschiedlich aussehenden Schnüffler gefreut. Wäre es nicht wirklich cool, wenn die Minecraft-Entwickler das ins Spiel bringen würden?